Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020. Bam! Jeden Tag eine Frage und ein Engel, die dich begleiten sollen auf dem Weg nach Weihnachten, die es Bam machen lassen sollen in deiner Seele und damit du auf neue Gedanken kommen kannst, damit du anfängst, auch einmal um die Ecke zu denken in diesem herausfordernden Jahr. Und die Frage, die ich dir heute aus diesem Buch von Carmen Kindel-Ballfuß fragen können, wie Küsse schmecken, mitgebracht habe, ist die Frage, wenn du Weihnachten in einem einzigen Satz beschreiben müsstest, wie würde dieser Satz lauten? Wenn du Weihnachten in einem Satz beschreiben solltest, was bedeutet es für dich persönlich? Ein Satz. Weihnachten in einem Satz für dich persönlich. Und der Engel, den ich heute mit dir zusammen betrachten möchte, durch meine Engelsbrille hindurch, die mir meine liebe Freundin Ellen Hollebein aus Afrika zugesandt hat, ist der Engel der Inspiration. Inspiration kann man natürlich immer gut gebrauchen, wenn man eine solche Frage wie die heutige Frage beantworten möchte. Und es ist immer irgendwie ein Engel, ein Bote aus der anderen Welt, der dich inspiriert. Wenn du dich durch ein Gespräch inspiriert fühlst, dann wurde der Gesprächspartner für dich zum Engel. Oder aber der Engel war bei eurem Gespräch anwesend und hat etwas in deiner Seele in Bewegung gebracht. Du kannst Inspiration nicht herbeizwingen, weder durch Meditation noch durch die Begegnung mit einem Menschen. Es muss immer auch der Engel dabei sein, der dich inspiriert. Bitte den Engel der Inspiration, dass er bei dir ist, wenn du mit anderen sprichst, wenn du ein Buch liest, wenn du allein in der Stille meditierst, wenn du Musik hörst. Er kann dich inspirieren, wenn du nach einer Lösung Ausschau hältst, aber nicht weißt, wo du ansetzen sollst, oder wenn du über ein Problem nachgrübelst und nicht weiterkommst, dann wirst du erleben, wie deine Seele erleuchtet wird, wie sich auf einmal neue Ideen in dir formen. Deine Seele wird beschwingt, Leben wird in dir geweckt, das auch nach außen strömen möchte. Es möchte gestaltet werden in einem Text, in einem Bild, in einem Lied, in neuen Ideen, die du bei deiner Arbeit verwirklichst, in neuen Ritualen für deine Familie oder für deine Firma oder deine Freunde, in neuen Wegen, wie du die Menschen um dich herum zum Leben verlocken kannst oder eben in einer Aussage, einem Satz, was Weihnachten für dich persönlich bedeutet. Ich wünsche dir, dass dich dieser Engel heute an der Hand nimmt, der Engel der Inspiration, und dass er es BÄM machen lässt in deinen Gedanken. Und ich freue mich darauf, wenn ihr morgen wieder einschaltet, wenn ich ein neues Türchen öffne in Mickys Adventskalender 2020. Bis dann!